Heißkalt informiert zu der Pille für den Mann, zur Lustpille. Und da gibt es mittlerweile viele Marken, die man erwähnen könnte, werde ich nicht tun. Die sind, machen ungefähr das Gleiche. Es gibt kleine Unterschiede. Und das Tolle ist, die Patente laufen aus. Die werden jetzt also auch erschwinglich für jeden Mann. Aber ich spring mal oder rolle ein bisschen zurück. Dieses Jahr hat nämlich die erste Pille, die auf den Markt kam, Geburtstag. Die wird 20 Jahre alt. In 1998 kam das Ganze. Diese große Hilfe, muss man sagen, für alle Paare, die einfach die Probleme hatten, dass der Mann seine Erektion hält. Diese Pillen für den Mann, die helfen dabei. Die erhöhen die Durchblutung. Ich erspare euch das Medizinische im Penis. Und es klappt. Es ist eine wirklich gute Möglichkeit für zum Beispiel viele ältere Männer oder Männer nach bestimmten Operationen im unteren Bereich, dass die können dann doch noch weiter Sex haben. Ja. Es gab, mir fällt gerade eine lustige Geschichte ein, ein Orthopäde erzählte mir das. Er hat jahrelang so einen alten Bauer versucht zu überreden zu einer neuen Hüfte. Und er wollte nicht. Und plötzlich saß er da mit seiner Frau, da war über 80, und sagte, ja, das mit der Hüft-OP, das wäre jetzt doch interessant. Und der Arzt fand raus, ja, weil er die Potenzpille für den Mann entdeckt hatte. Jetzt konnte er nämlich wieder und jetzt hat seine Hüfte doch weh. Er wollte unbedingt Sex haben. Die Pille, die hilft wirklich. Aber es gibt Missverständnisse. Ich habe mir hier zwei kleine Zettel gebaut, weil jetzt könnten wir doch denken, ich schmeiß die rein, dann wirkt sie immer. Yes und no. Also, was kann die? Eine Potenzpille, ja, die kann schnellere und härtere Erektionen auslösen bei Erregung und Stimulation. Nicht einfach so. Das ist sehr wichtig. Du brauchst nicht glauben, du schmeißt sie rein und es klappt. Dann kann sie bei einigen den Samenerguss verzögern. Dafür ist das Medikament nicht zugelassen, aber es scheint hier und da bei einzelnen Männern, dass die später abspritzen. Also beim zu sehr frühen Kommen kann es vielleicht eine Hilfe sein. Dann kann sie die Zeit vergrößern. Die vergeht, wenn du einmal ejakuliert hast, bis du nochmal kannst. Das kann bei auch einigen älteren Männern von Vorteil sein. Dann hat sie natürlich einige positive psychologische Effekte. Also Sexvertrauen, weniger Druck. Ich weiß ja, dass es besser ist. Sowas, so eine psychologische Wirkung. Und jetzt kommt eine wichtige Sache. Sie kann Beschwerden lindern beim Wasserlassen bei Männern, die eine gutartige vergrößerte Prostata haben. Und da muss ich sagen, das sind sehr viele im Alter. Also wenn man alt genug wird, was weiß ich, 80, 90, dann haben fast 90% der Männer, also ganz, ganz viele Männer, vergrößerte Prostata und die drückt so ein bisschen auf die Harnröhre und auf die Blase. Da kann dieses Medikament auch bei vielen helfen. Also, so, der Yes-Zettel. Aber es gibt leider auch einen No-Zettel. Genau. Kann die Pille eine Erektion garantieren? Nein. Wie gesagt, nur wenn man Lust hat und auch stimuliert wird. Sonst passiert nichts. Das ist oft ein Problem, dass ein Mann vielleicht denkt, wieso wirkt das nicht? Weil er keine Lust hat. Also, kann die Pille mehr Lust machen? Also, nein. Es ist keine Lustpille, auch wenn ich sie so andeutungsweise so genannt habe. Du musst Lust haben, damit die wirkt. Du wirst auch zu keinem Casanova im Bett. Und ich habe noch zwei Punkte. Einen ungesunden Lebensstil, weil du zu dick bist, zu fett bist, zu viel trinkst, schlecht isst, dich nicht bewegst und rauchst, das kann die auch nicht wegmachen. Die wird immer noch ein bisschen helfen, aber besser wäre es, wenn du ein Glied gesunden Lebensstils dir zulegen würdest. Und jetzt habe ich hier noch stehen, kann sie eine Universallösung für sexuelle Probleme sein? Nein, natürlich nicht. Was sie sogar machen kann, ist, dass sie vielleicht sogar sexuelle Probleme verdeutlicht. Weil stell dir mal vor, du bist jetzt 60 oder 70 und du kannst plötzlich wieder gut Sex haben, weil du diese Tablette nimmst. Und plötzlich wird sehr, sehr deutlich, dass deine Frau keine Lust mehr hat. Oder Schmerzen beim Sex. Oder. Also das passiert dann, was immer passiert. Wenn ihr dann wieder Sex habt, kommen die ganzen anderen Dinge. Also das ist kein Universalmittel und es funktioniert nichts, es sei denn, du hast Lust. Und wirst stimuliert. Ja, also eine kleine Empfehlung. Wenn du jetzt ein älterer Mann bist und du richtig was für deine Erregung tun willst, dann guckst du erstmal alle Blogs von uns, so Beckenboden, Atmung, Körper und. Nimmst auch, also lässt dir verschreiben vom Arzt, eine Potenzpille und holst dir Sexspielzeug, alles was rüttelt und schüttelt
ist Bombe, weil dein Penis braucht jetzt das volle Programm. Ja, super, viel Spaß damit.